Hallo, ich bin Pop-Art-Künstlerin Tanja Pläne und ich zeige gerade im Karussell du Louvre Paris mein Konzept mit dem Kunstwerk Blablabla Glasses sowie die limitierte Edition mit Blablabla Game, wie heißt. Was hat mich zu diesem Kunstwerk inspiriert? Wir bekommen in unseren Nachrichten sehr viele schlechte Informationen und uns weltweit wird sehr viel versprochen, insbesondere von der Politik. Und ich habe mir gedacht, sehr viele Menschen wollen es gar nicht hören, weil es eben so viel versprochen wird und wird gar nicht getan. Und die schlechten Nachrichten teilweise, die wir bekommen, die tun den Menschen auch nicht gut. So wie ich beobachtet habe in den sozialen Medien, manche Menschen drehen einfach richtig durch. Und ich dachte, ich möchte irgendwas schaffen und dann zeigen den Menschen, wie sie sich selber schützen können. Und so habe ich die bunte Gläser kreiert, hinter denen man sich einfach reinstecken, damit man sich nicht beeinflussen lässt von der schlechten Stimmung. Blablabla. Die kommt nicht durch diese Gläser und so beeinflussen wir uns nicht und können uns viel mehr erreichen auch. Und wir bringen einfach viel mehr positive Stimmung in die Welt, auch wenn wir uns nicht so stark von den schlechten Nachrichten beeinflussen lassen. Und in die limitierte Edition, die ich ja auch zeige, habe ich gespielt eben mit dem originalen Kunstwerk und deswegen heißt es Blablabla Game, weil ich habe genommen die Teile des Kunstwerkes und habe mit denen gespielt und dadurch ist das so entstanden, so ein Game, Blablabla Game. So my name is Et. This is my first time exhibiting in Paris with Pax Gallery. These are my two pieces that I brought with me. I usually don't do abstract work. I usually do a little more, not hyperrealism, but faces and figures. And I wanted to delve away from that and try to express the same emotion that I usually do, but with an abstract piece. So I titled these ripped open the stitches to see how I was healing, and I put the colors on the inside of the piece to exhibit how people are all the same internally, and the black and white on the outside, our external shells, is what we think separates us, when on the inside we're all colorful and we all are the same. And I wanted to express emotion with abstract art in a way that I never had before. And so I'm really thankful for Pax Gallery for giving me this opportunity to show in Paris and exhibit my two pieces here. This is only the beginning. Es ist mir eine besondere Freude, die südkoreanische Künstlerin Bo Song in Paris präsentieren zu dürfen. Durch ihre besondere Mandala-Technik hat sie die Gabe, ihr innerstes Ich direkt mit dem Universum zu verbinden. Die Künstlerin Lisa Levasseur aus Kanada benutzt recyceltes Acryl für ihre Arbeiten. Ein ganz interessantes Detail an ihrer Arbeit ist,
dass sie die Rückwand des Canvas als Malhintergrund benutzt. Sie hat auch eine sehr voluminöse Ausarbeitung in ihrer Formengestaltung. Das verleiht hier ein ganz besonderes Etwas in ihren Werken. Hi, I'm Beth Bowen. I'm from Los Angeles, California, and I'm exhibiting The Deep Blue. It's a piece that I'm inspired by the ocean, and I'm an ocean swimmer, and it reminds me when I'm out in the deep. Hinter mir sehen wir einen ganz besonderen Eyecatcher, die Kunstwerke des taiwanesischen Künstlers Jung-Tsiung Tsao. Er hatte eine ganz besondere Technik, in der er seine kalligraphischen Werke in jedem Kunstwerk endlos erscheinen lässt. Seine Kunstwerke sind eine Mischung aus geplanter und spontaner Kunst. Der Detailreichtum erweckt den Eindruck, als wenn das Kunstwerk minutiös geplant wird und die Pinsel- und Strichführung ist so spontan, als wenn es spontan aus dem Innersten heraus entstanden ist. My name is Åsa Fagervik. I'm a Norwegian artist. I'm very happy to be able to exhibit here in Carousel du Louvre. I'm here with my painting. It's called Infinity. I'm most known for my intuitive, colorful artwork and expressions with circles and light. It's very special for me and a very special energy there. Im Hintergrund sehen wir das Kunstwerk der norwegischen Künstler Åse Fagervik. Sie hat eine wunderbare Gabe, das Licht und die innere Erleuchtung in einem Kunstwerk festzuhalten. Hi, my name is Michal Avrech. I am an artist and also art therapist. I paint usually landscape, abstract landscape, energetic landscape with thick layer and energetic brush stroke. 2 years ago I went to Japan and I loved the cherry blossom, so I painted this picture when I came home. Im Hintergrund sehen wir ein Selbstporträt der belgischen Künstlerin Srive. Sie ist ein Meister des Charakterporträts. Sie hat eine ganz besondere Gabe, in ihren Porträts die Stimmungen, Lichtimpressionen, Charakterzüge eines Menschen darzustellen. Weiters präsentiere ich in Paris die Kunstwerke des US-amerikanischen Künstlers Howard Harris. Er ist ein Meister der digitalen Kunst. Er kombiniert sehr geschickt in seinen Kunstwerken die Fotografie mit der Computertechnik. Er hat ein sehr besonderes Spiel mit den Lichtern. Er fotografiert das, bearbeitet das im Computer und schafft damit phänomenale Kunstwerke. Die US-amerikanische Künstlerin Annette Tan wurde in China geboren und lebt in Kalifornien. Sie malt seit den 90er Jahren und lässt sich von den alten Meistern in Verbindung mit der Natur inspirieren. In ihrem Kunstwerk Birches in the Fall fasziniert mich der intensive rote Farbeinsatz bei den Blättern, mit dem sie die herbstliche Stimmung des Birkenwaldes imposant in Szene setzt. Die schwedische Künstlerin Kristin Ohlin hat durch ihre Kunst aus ihrer schweren Rheumaerkrankung zurück ins Leben gefunden. Durch
ihren ausdrucksstarken Einsatz der Farben ist sehr schön der wiedergewonnene Lebenswille erkennbar. Sie hat auch eine ganz besondere Gabe, Gefühle, Emotionen in Farben auszudrücken.